Und da sind wir wieder, nachdem ich das Spiel rausgekickt hat. Warum auch immer, weil ich kurz minimiert habe. Hatte ich auch noch nie. Immer wieder was Neues hier. So, mach zu die Tür. Ich weiß jetzt, was wir brauchen. Nämlich noch einen zweiten. Boah, wir brauchen was zu trinken. Da werden wir uns gleich mal was abfüllen. Wir brauchen noch ein. Entschuldigung. Noch Woodplanks. Woodplank. Müssen wir 4 Woodplanks haben. Haben wir. Und dann können wir mit 4 Woodplanks und Nägeln. Ja, vielleicht noch mehr Nägel. Nehmen wir die Nägel weg. Und Nägeln. Ja. Und Metal Bracket. Eine Wooden Door machen. Das ist aber auch falsch. Ich habe im Internet geguckt und da stand da so drin. Bin gerade ein bisschen überfragt. Nur das? Nee. Nur Nägel? Nee. Noch mehr Nägel vielleicht? Vielleicht können wir ja die Nägel von hier oben. Vielleicht brauchen wir einfach wirklich nur noch mehr Nägel. Wo sind denn jetzt gerade die Nägel gewesen? Die Nägel von hier oben nach hier unten ziehen. Hallo? Oder die Nägel von hier unten nach da oben? 24,7. Naja, super. Funktioniert ja einwandfrei hier wieder. Hallo? Geht nicht. Ja, das ist ja toll. Tolle Wurst. Hauen wir mal kurz die Flare hier weg. Und dann hauen wir mal kurz. Ah, die Bottle brauchen wir gleich. Advantage können wir nochmal nehmen. Use. Dann können wir uns nochmal eine Bandage herstellen. Können wir uns nicht. Ach, da fehlt uns ja ein. Boah. Scheiße. Hier rein. Genau. So, jetzt müsste es aber langsam mal passen. Die wiegen 17 und 7 Nägel. Die wiegen doch keine 17. Hallo. Ach nee. Das sind ja auch Metal Bars. Und 7 Nägel. Hier hin. So, jetzt mal stapeln. 24, danke. Vielleicht geht es jetzt. 24 Nägel und 4 Woodplanks. Es geht nicht. Verdammt. Ah, jetzt Storage Container. Ja, okay. Jetzt haben wir es. Den bauen wir uns auch jetzt. Dann haben wir nämlich mal. Dann haben wir nämlich mal einen gehabt. Craft. Einen mit einem Nagel. Ah. Sehr geil. So, Hütte auf. Wir bauen natürlich dann auch noch größer bei Gelegenheit. Nun will ich es erstmal einmal gebaut haben. Place. Sehr schön. So, und hier kommt jetzt unser Metall rein. Da können wir die Metal Shards reinlegen. Und vielleicht die Nägel erstmal. Brauchen wir nicht, weil wir gehen jetzt immer schnell zum Wasser. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Oder holen uns erstmal kurz ein paar Beeren sammeln. Und dann gehen wir runter zum Wasser und dann füllen wir uns mal eine Wasserflasche ab, die wir abkochen. Ja, und dann werden wir ja sehen. Unten gibt es Bärchen. Verlieren wir bestimmt gleich auch Lebensenergie. Wir brauchen ja eh Bären. Vielleicht müssen wir das Wasser gar nicht abkochen. Können wir es vielleicht aus diesem Auffangbecken hier klauen? Wäre natürlich ideal. Ich will mir auch noch Fleisch braten. Wir gehen jagen. Ein Kollektor, aber hier ist nichts drin. Dann können wir mal hier die ganzen Benches hinballern. So. Warum haben wir jetzt nur zwei Blackberries? Bin ich dein Ernst? Wir haben nur gerade 150 Millionen gesammelt. Ach, hier oben sind die. Und so, jetzt ist heute gerade, ist aber mal neblig. So, damit wir so ein bisschen 20%
allem noch. Okay, das reicht hin. So, das Wasser. Füllen wir uns mal die leere Flasche wieder auf. Use empty bottle. Dirty water. Obwohl, hätten wir jetzt vielleicht hier ran einfach mit der. Ja, hätten wir da benutzen drücken können, vielleicht. Und dann hätten wir sauberes Wasser gleich gehabt. Da egal. Ist egal. Wir haben hier noch irgendwo unser Lagerfeuer nebengestellt. Hatten wir auf jeden Fall. Haben wir nicht mehr. Gut. Dann ist es so. Können wir uns noch eins craften. Campfire. Zwei Woodlocks. So, wo ist es? Da ist es. Place. Place it here. So. Weiter. Ignite. Gut. Und dann können wir das Dirty Water da reinlegen. Zum Abkochen. Ach, gut, bei dem Nebel sieht uns hoffentlich keiner, wenn wir hier rumklammbimsern. Hoverlish. Hoverdelish. Wir sind dehydriert. Scheiße. Das Wasser ist weg. Na hier, Dirty Water. Sollte er doch hier reinlegen. Das Campfire, was für ein Arsch. Ja. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Gleich kommt ein Haufen wildgeborener Russen und schießt uns über den Haufen. Bin ich mir fast sicher. Ja, und wenn wir ein bisschen was zu trinken haben, dann gehen wir mal jagen. So, jetzt haben wir Purified Water. Ich würde mal gerne wissen, wie wir das auskriegen. Anscheinend gar nicht. Das muss jetzt ausbrennen. Egal. Jetzt können wir das... Blackberries. Können wir die ins Wasser ziehen? Ach nee, das war mit Craften. Müssen wir uns Juice craften. Na, der muss ja noch hier sein. Hatten wir doch schon discovered, oder nicht? Brauchten wir da noch mehr für? Ich wollte sagen, ist das Feuer aus. Ach hier, Blackberry Juice, nicht gesehen. Haha. So. Alter! Schießt einer auf uns. Ist doch nicht zu fassen, was für Arschlöcher hier unterwegs sind. Boah. Nicht euer Ernst. Wir laufen weg. Im Zickzack. Bietet sich immer an. Für solche Operationen. Solange er uns nicht trifft, ist alles chillig. Ich kann mir rufen, Friendly! Okay. Ja, okay, genau. Dann schießt er uns. Wir bleiben jetzt nicht stehen, wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Puh. Er raubt uns eh aus jetzt. Aber egal, Hauptsache, wir müssen dann nur einfach nur, wenn wir einfach nur noch eine Tür reinmachen müssen, ist das auf jeden Fall einfacher. Was für Arschgeigen, Mann. Ich hatte ja am Anfang die Hoffnung, dass man das so ein bisschen, wirklich so ein bisschen so spielen kann, wie ein Überlebenssimulator, aber, neigt sich jetzt doch dem Ende entgegen, meiner Ansicht. Jetzt müssen wir das scheiß Wasser auch trinken. Und die Soja-Dings essen. Kacke, ey.
Jetzt fühle ich mich hier aber gar nicht mal safe. Aber hier haben wir noch eine Karte, die habe ich gar nicht gesehen, als wir hierher gekommen sind. Naja. Gucken wir da mal kurz drauf. Not safe. Okay. Gucken wir von da rum da drauf. Da ist wieder der Truckstop. Scheint mir doch gar nicht, insgesamt gesehen, scheint mir das doch gar nicht so groß zu sein hier. Also stehen wir ja im Prinzip so drauf. So gucken wir da drauf, auf die Karte. Nach rechts geht's weiter, nach links geht's zu dem Truck. Stop. Gut. Na, dann schauen wir mal, ob der Typ fertig ist mit Looten. Unser Feuer brennt noch. Zum Glück konnte er nicht so gut zielen. Ist er das? Ist doch jemand. Disconnected? Wichser. Arschloch. Soll ich bloß verpissen hier? Piss dich. Go away. Hat da nicht aufgebrochen. Vielleicht kein Werkzeug gehabt. Okay. Wir müssen aber hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich dachte schon, er wäre AFK, dann hätte ich ihn gekriegt. Hätte er jetzt aber auch nicht sauer sein brauchen. So ein Penner. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Ich glaube, wir wollten jagen gehen. Ja, das passt doch. Irgendwas gecraftet. Wahrscheinlich neue Pfeile, als er da stand. Das machen wir jetzt auch mal. Nebenbei. Da ist das Tier. Okay. Wir müssen unser Territorium hier jetzt natürlich verteidigen. Und eventuell mal da unten einbrechen. Aber erstmal brauchen wir Essen. Ich würde gerne wissen, wie man das scheiß Feuer löschen kann. Ich brauche auch nochmal Wasser. Eine zweite oder dritte Pulle Wasser wäre ganz geil. Das wird Tag. Boah, die fliegen ja überhaupt nicht weit. Bam! Ne.
Oh, ey, als wenn das Vieh spürt, dass ich auf es ziele. Ah. Was ist denn hier los mit den Zombies? Alter Schwede. Hatten dabei. Hä? War ein Spieler. Ich glaube, das war ein Spieler. Das tut mir jetzt leid. Nein, wo ist denn jetzt der Sack hin? Und weg ist er. Tja, schade, das wären jetzt ein paar Dings gewesen. So, gehen wir mal hier zum Auffangbecken. Checken wir mal ab. Sieht auch richtig cool aus hier mit dem Nebel. Kann man sagen. So, wo ist unsere leere Bottle? Use. Use. Wahrscheinlich, weil es nicht geregnet hat. Da reinlegen. Und man muss sie vielleicht da vorher reinlegen und dann wird sie voll. Kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Ja, nehmen wir halt dreckiges Wasser, da oben brennt ja noch ein bisschen Feuer. Gut, wir haben Dirty Water. Der gute alte Dirty Walter. Verdammt. Da hat er auch noch ein T-Shirt, da hätten wir noch Scrap draus machen können. Ach, Kacke. Dann lege ich das Wasser ins Campfire. Ich höre wieder einen Wolf. Und dann haben wir wieder Wasser. Und dann craften wir uns wieder den Blackberry Juice. Sehr gut. Und dann brauchen wir unbedingt mal eine Bandage. Müssen wir nochmal die Häuser abklappern. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob wir das die Folge jetzt hier noch machen. Essen bräuchten wir auch. Essen bräuchten wir auch. Ja. Gehen wir mal gucken. Der Weg wenigstens frei ist. Gut aus. Wir gucken noch mal kurz rein. Ob schon Sachen nachgespawnt sind in den Häusern. Obwohl, das ist ein Wolf. Mit dem können wir uns nicht anlegen. Momentan zumindest nicht. Ein Zombie wäre nicht schlecht. Den könnte ich noch umkloppen, wenn ich gut ziele. Dann hat er uns jetzt gewittert? Nee. War viel zu weit weg. Wir waren viel zu weit weg. Ja gut, der Spieler hat sich jetzt verpisst oder ich habe ihn erschossen. Ich weiß es nicht. Aufregend. Aber hier könnten wir überleben. Möglich ist alles. Möglich ist alles. Vielleicht treibt sich der Arsch auch noch hier hinten rum. Ich höre wieder irgendwas. Wow! Oh, es ist doch nicht zu fassen, ey. Halben Herzinfarkt. Wo kam denn das Vieh jetzt schon wieder her? Ist das ein Spieler oder ein...
hau ich jetzt um. Jawohl. Den Hammer. Kriegen sogar die Pfeile wieder. So, looten kann man die nicht. Die muss man schlagen. Animal Fat. Wolf Meat. Jawoll. Das können wir brutzeln. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Dann gibt mir jetzt nochmal zwei, drei Zombies. Oder ordentlich Metal Scrap. Das ist doch ein Zombie. Den hauen wir um. Boah, sind die buggy, ey. Der macht nicht mal was. Ist ja nicht zum Aushalten. Also gerade bei dem Spiel bin ich natürlich auch manchmal ein Fan von Nice and Easy. Aber so easy muss es dann doch auch nicht sein. Und die Bandage gleich craften und benutzen. So, und schnell rein. Obwohl ich glaube noch nicht glaube, dass schon wieder. Nee, sind hier sind keine neuen Sachen. Ich glaube, wir schmeißen. Obwohl, hier schon wieder zu. Naja, gucken wir mal. Nee. Nee, nee. Hier ist noch alles leer. Obwohl hier die Türen zu sind. Wie auch immer die zugemacht hat. Da war vielleicht einer hier. Wir gehen zurück. Und schmeißen das Essen auf den Grill. Und trinken nochmal einen Saft. Um die Nerven zu beruhigen. Da ist noch ein Zombie, den nehmen wir mit. Ja, in den Fuß geschossen, auch nicht schlecht. In die Nüsse. Und weg ist er. So. Und hauen. So, den Berg hoch. Nee, nicht den Hammer in die Hand. So. Da wartet schon ein Empfangskomitee auf uns. Sehr schön. Hast du noch einen Pfeil für uns? Also nicht. Danke. Für nichts. Naja, das hat sich ja wenigstens gelohnt. Hier nochmal abgrasen für die Pfeile. Das Feuer brennt sogar noch. Sehr nice. Da legen wir jetzt mal das Wolfsfleisch rein. Sehr gut. Hinten kommt ein Dingens. Was ist denn jetzt hier der Wood Arrow? Ach, hier. 2, 3, 5, 6. Reicht hinne. Getroffen. Getroffen. Pfeil. Sehr gut. So, das Fleisch muss fertig sein. Ja. Yeah. Mal eins essen. Ein leckeres Steak. Ganz nach unserem Geschmack. Eins lassen wir uns nochmal über. Ja, dann hauen wir uns hier nochmal den Juicy Fruit rein. Ey, so schnell wie das hier runter geht.
an Essen und Trinken. Also wir brauchen definitiv schnellstmöglich mehrere Flaschen, dass wir die auch, dass wir die storen können bei uns. Wird essentiell sein zum Überleben. Aber wie gesagt, die Ecke, ganz nett. Na gut, da war jetzt der eine Spieler. Aber ich glaube, da können wir drauf schisseln. Hier können wir überleben und hier werden wir überleben. Das lassen wir uns nicht nehmen. Und die Nico, den lotst sich dann hierher. In einer der nächsten Aufnahmen. Ich verspreche es jetzt mal nicht, weil es hat keinen Sinn. Und ja, dann machen wir hier in der nächsten Aufnahme weiter. Wir bauen uns eine größere Hütte. Natürlich nicht zu groß, wir wollen nicht auffallen. Und eventuell ziehen wir nochmal um mit der größeren Hütte. Also ich würde sagen, wir sammeln erstmal Crafting-Material und gehen dann in die Nähe einer größeren Stadt, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein Auto. Also, nächstes Ziel, eventueller Umzug und Auto suchen. Vielleicht machen wir das auch von hier aus, weil diese kleine unscheinbare Hütte hat schon was. Aber wir werden sehen. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen hier oder haut ein Abo raus, wie auch immer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis denn. Tschu-tschu.